seit gestern offiziell im Kader des FC Wiel. Wie haben Sie die ersten zwei Tage so richtig erlebt als Teil der Mannschaft? Ja, wirklich gut. Die Jungen sind gut. Sie haben mich gut integriert in die Mannschaft. Ja, in dem Fall, ich fühle mich einfach gut in dieser Mannschaft. Heute hat es leider nicht geklappt, aber ich bin sicher, dass für die letzten drei Spiele wir werden besser machen. Und was sind Ihre Ambitionen im Verein? Vielleicht die Nummer eins? Ja, klar, ja. Also ich komme mit Ambitionen. Ich habe die zwei letztes Jahr gespielt in der Challenge League. Jetzt ich bin in eine bessere Mannschaft als Kiasa eigentlich und will ich einfach meine Qualität zeigen. Silvio, heute ein schwieriges Spiel, da in Lausanne. Wie hast du das Match gesehen? Ja, wir wussten schon von Anfang an, dass es ein schwieriges Spiel werden. Und ja, ich glaube, am Anfang war es nicht so schlecht. Aber wir haben ein paar Möglichkeiten herausgespielt bis zum ersten Tor, oder? Nach dem ersten und dem zweiten Tor, so ein nötiges Tor, das wir bekommen haben, dann hat Lausanne ein bisschen das Spiel in den Griff gehabt. Zweite Halbzeit haben wir versucht, wie zu Hause eine Reaktion zu zeigen. Und aber nach dem dritten Tor war das Spiel dann fertig. 5-0 schien klar, aber irgendwie auch normal da auf der Pontes. Was muss sich jetzt in Zukunft noch ändern? Na, normal ist es nicht. Ich glaube, ja, ein bisschen die letzten zwei Spiele hatten uns ein bisschen auf die Bahn geworfen. Und ja, und heute ja, wollten wir eigentlich eine Reaktion zeigen nach diesen zwei letzten Spielen. Und es hat uns nicht gelohnt. Aber jetzt ist vorbei, müssen wir diese drei Spiele hinter uns lassen und jetzt am Schaffhausen fokussieren.